Ich hatte dieses Video schon sehr lange in Planung, aber ich muss sagen, das ist einfach ein sehr komplexes Thema und ich wusste gar nicht genau, was ich jetzt in ein Video packen soll. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier geht es vor allem um das Thema Selbstliebe und Persönlichkeitsentwicklung. Schau gerne einfach in meine Playlists rein, da habe ich alles strukturiert und geordnet. Wahrscheinlich, wenn du dieses Video guckst, hast du dich vielleicht schon mal mit NFP auseinandergesetzt als Frau. Und die Zervix-Schleimbeobachtung ist ja so ein großer Punkt bei NFP, also bei natürlicher Familienplanung, wo man quasi als Frau seinen fruchtbaren und unfruchtbaren, die unfruchtbaren Phasen quasi im Körper bestimmen kann. Und deswegen kann man das quasi als Verhütungsmittel einsetzen oder auch andersrum, wenn du schwanger werden möchtest, dann kann man es quasi auch andersherum benutzen. Ja, die Zervixschleimbeobachtung ist quasi eine große Sache neben der Temperaturbeobachtung, die ja in Anführungszeichen relativ einfach ist, weil man einfach seine Temperatur misst. Und ja, da kann man gar nicht so viel falsch machen. Mir ging es so, als ich mich in die Zervixschleimmethode eingelesen habe, da habe ich mir gedacht, oh Gott, das ist mega kompliziert. Und dann musst du das ja irgendwie, dieses Muster, das so beschrieben wird, quasi der Zervixschleim ändert sich ja von der unfruchtbaren zur fruchtbaren Phase. Und genau das gilt es quasi zu erkennen. Also du musst quasi anhand deines Zervixschleims, deines Vaginalschleims quasi, erkennen, ob du gerade in einer fruchtbaren oder unfruchtbaren Phase bist. Und ja, ich wollte einfach mal ein paar Tipps teilen, auch einige gute Tipps, die ich hier aus diesem Familienplanung-Buch habe. Das habe ich unten auch bei meinem Affiliate-Links verlinkt und ich habe mir da wirklich mal Zeit genommen, das in Ruhe durchzulesen und es hat mir damals einfach so ein bisschen so nochmal Impulse gegeben, weil ich schon sehr viel im Internet recherchiert hatte zum Thema Zervixschleim und ich hatte so das Gefühl, ich habe einfach nicht genug Sicherheit darin oder ich bin mir nicht sicher. Mit dem, was ich so beobachtet habe. Genau, deswegen wollte ich einfach mal ein paar Tipps teilen und vielleicht hilft es dir eben auch. Also grundsätzlich ist es ja so, dass wenn man als Frau in die fruchtbare Phase kommt, also wenn es Richtung Eisprung geht, dann ist es so, dass dass am Muttermund quasi fruchtbarer Zervixschleim produziert wird. Und das hat den Grund, dass dieser Zervixschleim quasi ein optimales Milieu für die Spermien bietet, ja, weil der ist zum Beispiel alkalisch, sonst ist das Scheidenmilieu eher sauer. Das heißt, die Spermien sterben im normalen Scheidenmilieu eigentlich relativ schnell ab. Aber dieser Zervixschleim ist quasi wie so eine Schutzschicht, der die Spermien zum einen gleitfähiger macht, also dass sie sich schneller bewegen können in Richtung Gebärmutter und zum anderen schützt er sie vor diesem sauren Scheidenmilieu. Deswegen ist der Zervixschleim für die Fruchtbarkeit quasi so wichtig, also der fruchtbare Zervixschleim. Und wenn dieser fruchtbare Zervixschleim nicht da ist, dann ist es eben so, dass du sowieso gerade in einer Phase bist, wo du nicht vor dem Eisprung bist und andererseits sterben die Spermien dann auch sehr schnell in der Vagina einfach ab. Es gibt so Anzeichen, wie quasi der unfruchtbare Zervixschleim aussieht, beziehungsweise unfruchtbar kann sein, dass dann überhaupt kein, also dass dann auch gar kein Zervixschleim vorhanden ist. Also die Vagina an sich ist quasi immer feucht, genauso wie jetzt der Mund oder so, ne? Wenn man es reinfasst, dann hat man da ein bisschen Feuchtigkeit. Genauso ist es natürlich mit der Vagina auch, weil es einfach Schleimhäute sind. Aber zu dieser normalen Grundfeuchte der Vagina kommt eben der Zervixschleim dazu, der quasi je fruchtbarer du wirst, desto so Symptome sind quasi, dass du eiklarer, also dann so eiweißartig, flüssiger, spinnbarer, feuchter wird quasi die Vagina und auch der Zervixschleim. Und das muss man quasi erkennen. Also was man beobachten kann, zum einen ist die Beobachtung, wenn du jetzt einfach da sitzt und dann mal kurz so in die Vagina quasi reinspürst, hast du das Gefühl, dass es eher trocken ist, dass es sich so leicht feucht anfühlt, dass es sich schon sehr glitschig oder feucht anfühlt. Also so das Empfinden ist eine große Sache. Ich muss sagen, ich fand das immer sehr, sehr schwierig, weil das ist irgendwie auch immer sehr schwankend. Und ich hatte so das Gefühl, alles, was so mit Fühlen zu tun hat, da bin ich dann einfach unsicher. Das heißt, ich habe mich dann eher darauf konzentriert, auch Beobachtungen zu machen, also den Zervixschleim anzugucken. Und quasi auch zwischen die Finger zu nehmen und zu gucken, wie sieht er eben aus.
Und da gibt es auch zwei Möglichkeiten. Zum einen kannst du den Cervix-Schleim direkt quasi am Scheideneingang abnehmen. Das heißt, du könntest einfach mit dem Finger durch die Schamlippen streichen oder wischen. Oder du guckst dir den Cervix-Schleim quasi direkt am Ort der Entstehung an, das heißt am Muttermund. Das bedeutet aber auch, dass du wirklich mit dem Finger bis nach hinten zum Muttermund durchgehen musst. Ein Riesentipp, den sage ich jetzt gleich, zum also reinfassen und am Muttermund den Cervix-Schleim quasi abzugreifen, war, dass du zwei Finger dafür brauchst. Ich dachte eine Zeit lang, es reicht einfach, wenn ich mit dem Finger reingehe und dann mit dem Finger wieder rauskomme und dann gucke ich, was da so ist. Und dann habe ich diesen Tipp aus dem Buch auch, dass du am besten mit zwei Fingern reingehst und dann quasi, wenn du am Muttermund bist, die Finger so ein bisschen aufspreizt und wie den Muttermund so dazwischen nimmst. Das heißt, der Cervixschleim, der dort ist, und das ist dann garantiert der Cervixschleim, also das ist nicht die Vaginalfeuchtigkeit, sondern das ist direkt der Cervixschleim am Muttermund, den hast du dann quasi zwischen den beiden Fingern und dann gehst du quasi so raus und dann kannst du gucken, was habe ich hier quasi zwischen diesen beiden Fingern gefangen. Und das kannst du dir dann für die Beurteilung angucken. Also die Kategorien sind ja an sich. Kurz nach der Menstruation fängst du an, deinen Cervixschleim zu beobachten. Und dann sollte er erstmal noch trocken sein. Du kannst natürlich auch erst den Cervixschleim beobachten, wenn das Blut weg ist, weil sonst vermischt sich das und du wirst nicht wirklich Cervixschleim erkennen. Also voraussichtlich bist du nach der Periode eher noch trocken. Das heißt, wenn du jetzt einfach durch die Schamlippen gehst, dann solltest du eigentlich nichts finden, nur diese typische Grundfeuchte. Also wenn du jetzt auch in deinen Mund fassen würdest, da ist ja auch so eine Grundfeuchte. Dann von Tag 6 bis 11, ist jetzt eben sehr unterschiedlich, kann es sein, dass es der Cervixschleim beginnt klebrig zu werden. Also wenn du dann so dazwischen fährst, zwischen die Schamlippen, dann könnte es sein, dass du sowas leicht klebriges, krümeliges findest. Das ist dann quasi der trockene, klebrige Cervixschleim und da solltest du schon aufpassen. Da geht es dann nämlich Richtung Fruchtbarkeit. Die nächste Stufe wäre dann quasi, dass sich das Klebrige so ein bisschen in sowas Cremiges, so ein bisschen Lotion-ähnlich verwandelt. Und der Test ist auch immer bei klebrig und cremig, das ist immer nicht spinnbar. Also wenn du es jetzt zwischen die Finger nehmen würdest, dann würdest du relativ schnell reißen. Ne? Also es ist eher ein bisschen wie so Körperlotion. Und wenn es dann wirklich fruchtbarer Cervixschleim ist, dann ist es eben so, dass er sich wahrscheinlich etwas länger spinnen lässt. Er ist dann wirklich klar oder sehr klar im Vergleich zu dem cremigen und auch sehr, sehr flüssig. Also man könnte es auch leicht, da muss man aufpassen, dass man es nicht mit zum Beispiel Erregungsfeuchtigkeit, ne? Also wenn man jetzt sexuell erregt ist, dann produziert man ja auch so eine klare Flüssigkeit eher. Genau, also du solltest den Cervixschleim immer nur abnehmen, wenn du nicht sexuell erregt bist, sonst ist es schwierig zu unterscheiden. Wenn quasi dann dein Eisprung vorbei ist, dann geht es relativ flott, dass du dann auf diesen trockenen Cervixschleim wieder zurückfällst und es sich eventuell eben auch wieder trocken anfühlt. Wobei ich bin mit diesem, wie fühlt es sich an, immer so ein bisschen skeptisch. Also, weil ich das persönlich sehr schwierig finde, das am Gefühl so auszumachen. Ich gucke mir das dann lieber an. Und genau, ein Tipp ist noch, mach das am besten, vor allem wenn du deinen Zyklus noch nicht so kennst, mach das mehrmals am Tag. Du kannst zum Beispiel immer, wenn du zur Toilette gehst, kannst du vorher einfach gucken, wie ist dein Cervixschleim. Und hier in dem Buch schreibt sie noch als Tipp, du kannst so deine Beckenbodenmuskulatur so ein bisschen zusammenkneifen, dann hilft es quasi, um den Cervixschleim, der ja quasi am Muttermund gebildet wird, so ein bisschen nach unten zu bringen in Richtung Scheideneingang. Also wenn du ihn eben am Scheideneingang abnimmst, dann kannst du so ein bisschen so wie so pressen und die Muskeln aktivieren, dann läuft der Cervixschleim eher nach unten. Und dann kannst du zum Beispiel auch einfach ein Toilettenpapier nehmen und einfach von vorne nach hinten, besonders Richtung Damm, quasi wo noch der Vaginaleingang ist, so nach hinten durch. Dort sammelt sich am meisten Cervixschleim, also dass du richtig von vorne nach hinten durchgehst und dann einfach mal hinfühlst, fühlt sich das trocken an, wenn du mit dem Tuch quasi darüber reibst oder fühlt sich das schon sehr glitschig und feucht an. So kannst du es quasi auch ein bisschen unterscheiden und dann kannst du zum Beispiel auch das
Toilettenpapier nehmen und dort dann den Cervix-Schleim nochmal beobachten, schauen, okay, cremig, wie fühlt er sich an? Sie sagt auch in einem Buch, du kannst zuerst mal nicht hinschauen und einfach nur fühlen, ist es klebrig, ist es eher cremig, ist es sehr feucht? Und dann kannst du es quasi da schon kategorisieren. Und mein Tipp ist eben da für den fruchtbaren Cervix-Schleim, um den zu finden, lohnt es sich eben, diesen Abnahmeort wirklich am Muttermund zu machen, weil du dann eben nochmal viel besser prüfen kannst, ist jetzt da was am Muttermund, ist da jetzt noch Cervix-Schleim oder ist der jetzt schon weg? Und nach dem Eisprung bildet sich dann eher so ein klebriger Pfropfen, der quasi den Muttermund wie verschließt, und den wirst du dann wahrscheinlich auch ertasten können. Genau, nur wichtig, wenn du jetzt quasi einen Zyklus sagst, okay, ich gucke mir das am Vaginaleingang an, den Cervixschleim, dann solltest du nicht wechseln. Ja, also du solltest quasi gleichbleibend machen oder wenn du am Anfang unsicher bist, kannst du auch beides machen. Du kannst den Cervixschleim am Vaginaleingang angucken und dann auch am Muttermund und quasi dann so zwei, dann hast du zwei Kategorien. Aber grundsätzlich solltest du wirklich versuchen, ein Muster durch eine Methode zu finden. Also du kannst zwischendrin nicht mit den Methoden switchen. Das bringt dich wahrscheinlich auch dann durcheinander. Man bekommt wirklich ein wahnsinnig gutes Körpergefühl und lernt ganz anders nochmal auf seinen Körper zu hören und zu achten. Ja, gut, das war's schon. Ich hoffe, es hat ein bisschen was geholfen. Ja, es ist natürlich ein großes Thema und man kann noch sehr viel dazu sagen, aber ich dachte mir, ich sage jetzt einfach mal ein bisschen was zu den Tipps. Das ist jetzt eben für Leute, eben, die sich schon mit NFP vielleicht beschäftigt haben und dann noch nicht so ganz sicher sind. Das Buch kann ich, wie gesagt, auch nur empfehlen. Ich fand es sehr spannend. Da sind nochmal sehr viele gute Tipps drin. Ja, dann abonnieren nicht vergessen und bis demnächst. Tschüss. Mm-hmm.